Servus und hallo zur nächsten Folge ETS2. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Oslo. Wir haben einen Vorratstank, den wir nach irgendwohin nach Otta bringen müssen. Wir haben genug Zeit und wir springen gleich in unseren LKW und fahren los. Lass uns loslegen. Würde ich auch sagen. Ruhe schon mal aus. Das sieht man dahin schon, die Hochhäuser von Oslo. Richtig cool gemacht. Wir müssen nach rechts. Haben wir Glück. Da haben wir mal weg. Oh, mit den Holzstämmen. Ich finde es herrlich, Leute. Ich finde es herrlich. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Upsala. So was gefällt mir ja immer, wisst ihr. Biege nach links ab. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wir können hier nur gerade so durch. Also das ist doch herrlich. Das ist doch, das ist wirklich, sowas gefällt mir wieder. Ist dann links, ruft dann mal bitte hier links. Also hier links, dass wir da auf die andere Spur kommen. Okay, ich verstehe. Wo soll man hier links? Doch, hier links in den Treckerweg. Ja, warte mal. Ja. Ups, das war mein Fehler. Ich weiß, Entschuldigung dafür. Ohla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 l
Bitte links halten. Mhm. Na gut, ich mache ein bisschen die Musik ein bisschen lauter. Weil ich glaube. Machen wir es so. Am besten in der Musik muss ich aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Oh, herrlich. Und wieder ein Tunnel, aber ein kurzer, nicht so lang wie der letzte Fall, das war ja wirklich echt extrem lang. Okay. Geht's jetzt in die Wildnis? Oh, herrlich, bitte Wasser nehmen an. Wow. Ich weiß nicht, ob wir vor einem gelben LKW gefahren sind, was das hätte ich gesagt. So viel der LKW, den ich geschrottet habe, ist aber nicht der Fall. Aber den hätte ich jetzt beinahe gestrottet. Oh, durch herrliche Landschaft. Schleichwege. Und jetzt. Und jetzt durch herrliche Landschaften. Im Sonnenuntergang. Oh, Leute, das sind die coole Folgen. Was ist jetzt los? Ja, der LKW ist ein bisschen kaputt, aber. Gibt es irgendwo, wo kommen wir denn vorbei überhaupt? Na gut, das wollte ich jetzt nicht klicken, ich wollte einfach gucken.
Ja, gut, aber hier, gibt es keine Werkstatt, oder? Nee. Ah, wir könnten doch mal hier. Ach doch, da ist die Werkstatt. Und hier einfach mal hinfallen und uns mal ein bisschen was Zeit zu gehen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Oh, herrlich, am Wasser entlang, liebe Leute. Herrlich, herrlich, herrlich. Also gehen wir mal den LKW reparieren. Oh, herrlich, Leute. Die freie Natur und das viele Wasser. Kaum Verkehr. Autoverkehr natürlich. Nicht, weil irgendwas anderes denkt. Können eigentlich fahren. Hat da eh keinen Gegenverkehr. Warten wir nochmal kurz ab. Können wir kurz die Aufnahme kontrollieren und schauen. Das wird doch eine zweigeteilte Fahrt werden. Diese Folge, nächste Folge. Wir fahren jetzt wahrscheinlich bis zur Werkstatt. Und dann werden wir in der nächsten Folge das steht eh schon. Dann fahren wir mal. Ja, jetzt kommen wir dann gleich dahin. Biege nach rechts ab. Ja, ja, kein Stress. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Mich würde dich auch interessieren. Ah, ich habe falschen Blick, habe ich das. Volvo.
Okay, wir haben Volvo entdeckt. Die Werkstatt ist genau nicht hier. Wir müssen am Drehen, genau, wir müssen drehen. Okay. Sorry, Kollege. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ich lege sie jetzt vor. Okay, einfach, da kann man einfach drehen. Okay, da brauche ich nicht nichts rechts ab. Überlegen, Kollege. Genau, was ihr zur Musik sagt, würde mich natürlich auch interessieren. Wie euch diese Folgen jetzt gefallen mit der Promods 1.62. Demnächst rechts ab. Würde mich natürlich auch interessieren. Biege nach rechts ab. Ich hoffe, dass für jeden was dabei ist vom Geschmack. Ups, wieso biege ich immer falsch ab? Ja, Mutter verstanden, wir gehen eh gleich in die Reparatur. Was ist los? Ich kann nicht richtig lenken mehr. So, wir kommen, es wird knapp, es wird knapp. Ja, wir schaffen es. Ja, nochmal. Biege nach rechts ab. Jetzt ist die Frage. Lass uns mal kurz klicken. Rechts. Und wir fahren. Die Arbeitsagentur ist jetzt relativ schnieke erstmal. Wir nehmen dich weg. Dich weg. Und fahren hier hin zum Reparieren. Dann gehen wir auf den Rückweg. Noch die Agentur. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja. Ah, das ist ja nett von dir. Danke dir. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Erster Aufenthalt in Lillehammer, keine Ahnung. Demnächst rechts abbiegen. Der für eine Lieferung. Biege nach rechts ab. Ihr habt dich gesehen. Links halten und dann links abbiegen. Was mache ich denn heute? Nach links ab. So, wo ist es? Ah. Biege nach links ab. Ah, links, genau. Ups. Hä? Links? Nee, da vorne links. Das wäre ziemlich irritiert, liebes Navigationssystem. Ja, da vorne links, nicht hier links. Ach. Wenn man alles dem Navigationsfit. Muss ich jetzt hier links? Ja, hier. Hier links. Aber ganz schön eng. Scheiße.
Ah, ich hasse, ich liebe diese Straßen, diese engen. Warte mal, lass uns mal so probieren. So. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Wo hänge ich jetzt schon wieder? Okay. Gut, stopp. Stopp, ja. Und jetzt müsste es funktionieren. Ja. Wer weiß, ob das jetzt eine LKW-Werkstatt ist oder eine für Fertigkarren. Nein, wir müssen nicht selber rechnen. Wir müssen reparieren. $25.000, das geht ja. Gut, schauen wir mal. Wir sind einfach mal zur Orientierung. Gut, ich würde sagen, wir machen dann Schluss für diese heutige Folge. Dann die nächste Folge ist dann quasi noch eine Nachtfahrt. Und ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gut. Zeigt mir mit, wie euch die Musik gefällt, wie euch Norwegen gefällt in Bromot. Und teilt mir auch mit, was ihr euch wünscht. Okay. Bis dahin. Servus und ciao. Euer Andi. Was ihr euch wünscht, meine ich, wo wir mal demnächst fahren sollen. In der Bromot. Okay. Bis dann, servus und ciao, euer Andi, macht's gut und bis bald.